So, folgend möchte ich euch unseren teilintegrierten Betonbett zeigen. Zuerst gehen wir einmal außen ringsrum. Vorne halt der Fiat Ducato. In dem Fall ist es sogar einer mit Maxi-Chassis. Das heißt, zulässiges Gesamtgewicht bis 4,4 Tonnen. Je nachdem, wie das mit unseren Kunden so passt, beziehungsweise mit den Führerscheinen unserer Kunden so passt, ist der halt auch auf 3,5 Tonnen abgelastet. Bei 4,4 Tonnen hat man natürlich wesentlich mehr Zuladung. Sprecht uns dann bei Bedarf einfach drauf an. So, neben der Fahrerseite einmal Diesel-Einfüllstutzen, AdBlue-Einfüllstutzen. Dann etwas weiter hinten ist die Klappe mit den beiden Gasflaschen. Die genaue Bedienung der Gasflaschen und so weiter, das gibt es halt auch in einem anderen Video. Hier ist noch die Entlüftung von der Truma-Heizung, also die nicht abdecken, hier kommt heiße Luft raus. Der Elektroanschluss ist auch ebenfalls auf der Fahrerseite, aber etwas weiter hinten. Hier ist die Heckgarage von der einen Seite, gucken wir von der anderen Seite mal rein. Hinten befinden sich der Fahrradträger und oben halt die Rückfahrkamera. So, Heckgarage, maximale Zuladung in Summe 150 Kilo. Zubehör wie Campingtische, Stühle, da hinten auch die, das Anschlussmaterial wie Schläuche, Kabel und so weiter, das ist alles hier hinten drin. Was man hier auch schön sehen kann, ist ein Wassertank. Der ist auch nochmal genauer erläutert in einem anderen Video. Der Einfüllstutzen fürs Frischwasser befindet sich hinter dieser blauen Kappe. Blau, okay, Video ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen. Kann man im Prinzip einfach aufdrehen, mit dem Wasserschlauch befüllen und mehr ist damit halt nicht zu tun. Dann hier sind aber Bier- und Entlüftung vom Kühlschrank, die dürfen auch nicht zugedeckt werden. Und links daneben ist die Fäkalienkassette für die fürs WC. Ja, oben an der Seite, auf der Beifahrerseite, ist halt auch die Markise montiert. Auch dazu gibt es wieder ein separates Video, dass das alles schöne kurze Videos sind. Die Aufbautür, da kommt man dann halt ins Fahrzeug rein.